Lass es nicht Damien wissen, aber mir ist die Datei kaputt gegangen beim Editieren. Und deswegen hat das Ganze jetzt, ich glaube, fast einen Monat gedauert, ehe diese Folge rausgekommen ist. Das bedeutet, dieses Nett und Falsch ist eine Blast from the Past. Denn äh, wir befinden uns ungefähr vier Wochen vor diesem Zeitpunkt. Dieses Nett und Falsch soll trotzdem nicht unterschlagen werden. Deswegen kommt es jetzt mit ein bisschen Verspätung auf meinen YouTube-Kanal. Aber Klassiker sind zeitlos. Ach ja. Das Problem lag am Ende des Videos, also die letzten sechs Minuten vom Video. Habt ihr kein Bild mehr, sondern da habe ich Trainingslifts von mir drüber geschnitten. Und jetzt viel Spaß mit diesem nett und falsch. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Ich brauche Amy. In the ich kann In nicht the ohne. <laughs> und wir kommen im neuen Nett und Falsch. Das wie viel der nett und Falsch ist das? Ich glaube, erst ist das dritte, oder? Yes. Das dritte. Nummer drei. Ja, wir wollten eigentlich regelmäßiger was machen. Und das machen wir ab jetzt auch. Das sagen YouTuber nämlich immer. Aber da kam ja, uns ein bisschen was dazwischen. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Themen auf der Uhr. Ich habe auf Instagram eine kleine Rundfrage gemacht. Da sind richtig viele bei rumgekommen. Aber erstmal, Damien, wie geht's dir denn so? Oh, wieder besser heute, ja. Ähm, Wochenende bei den Eltern im Umzug geholfen. Und das Bett bei denen ist immer so eine Katastrophe. Da schlafe ich gar nicht. Und äh, dann zwei Tage umziehen, merkst du natürlich auch in den Knochen. Aber die Trainingswoche davor war irgendwie auch nicht so geil. Jetzt habe ich gestern trainiert und es ging besser als die Woche davor. Also irgendwie habe ich doch irgendwas richtig gemacht. Das ist immer lustig, wenn man ein bisschen mehr Stress hat oder mehr körperlich arbeitet oder so und man eigentlich denkt, man müsste schwächer sein, dass irgendwie der Körper sagt: Ach, Brudi, du bist jetzt eh schon alarmiert, jetzt kannst du auch stark sein. Ja, genau. Ja. Oder man hat Urlaub und ist danach fast tot. Und man stirbt danach fast an Ausfall des Gleichgewichtsorgans. Das Witzige war aber auch, dass in den letzten Tagen, die ich wieder mit Training begonnen habe, alles übelst leicht war. Ja. Das kann noch daran liegen, dass ich Cortison genommen habe, was ja ein äh, Steroid ist. Oh. <laughs> Allerdings ist kein Anabolis. Äh <laughs> Und äh, das hat ja auch ich, also auf den Stresshormonlevel einen Einfluss. Und wenn der natürlich steigt, dann ist man ja auch in der Regel leistungsfähiger. Ne? Vor allem, ich glaube, ich kenne den genauen Wirkmechanismus von diesem Medikament nicht, aber ich, es hat auch irgendwas zu tun mit erhöhter äh, Energie. Bereitstellung, sodass du halt gegen Viren etc. ankämpfen kannst. Und schlussendlich ist es ja dann nur sinnhaft, wenn man sagt, dann kann man ja auch im Training ist man ja auch im Training stärker, bei ne? gesteigerter ja. Bereitstellung. Also meine nächste, Freunde, Woche ganzen, nächste Woche werden die ganzen nächste Woche werden die ganzen YouTube-Videos geupdatet. <laughs> ist Pascal zu nett. <laughs> und dann hier äh, habe ich ja das genommen und dann schneiden sie das Kortison weg und dann was ja ein Steroid ist. <laughs> was ja ein Steroid ist. Ja, so ist die Welt. Aber es führt zu Klicks, Klicks führen zu Reichweite. Und es passt schon. Yes. Ja, ja. Aber ich bin jetzt auch wieder fit. Also, ich war jetzt heute wieder im Training und ich muss sagen, die letzten zwei Tage habe ich auch endlich wieder gut geschlafen, halbwegs, und kann wieder angreifen langsam. Ne? Also, es geht jetzt wieder bergauf. Ich hoffe, den Scheiß hinter mir lassen zu können. Äh, ja, gute drei Wochen waren es. Ne? Ja, das scheißt schon gut rein. Du sagst ähm, es. Insanity startest du jetzt gar nicht, oder? Nee, ich habe, I pulled out. Ähm ich will meine Wettkämpfe fürs Jahr reduzieren, weil Wettkämpfe bedeuten immer viel Stress. Und zum Beispiel, also besonders der Insanity, weil man natürlich organisatorisch ein bisschen mit mit drin ist. Dieses Jahr auch weniger, aber letztes Jahr habe ich auch den Livestream gestellt und sowas und wenn du dann noch selber mhm. starten sollst, bist du übel zum Stress. Du kommst erst sehr spät nach Hause, nach Hause in Anführungsstrichen, weil du ins Hotel fährst oder halt in der WG oder so. Und dann kommst du auch erst extrem spät ins Bett, schläfst wenig. Das ist mir zu stressig. Deswegen habe ich gesagt, ich mache nicht mit. Ja. Ja, schade eigentlich, weil ich schon Bock habe, aber ich kann dann bessere Videos machen. Ich kann vor Ort mehr leisten und dann nehme ich mich halt einfach zurück. Und ich plane dafür jetzt die Norddeutsche Meisterschaft im Oktober. Nee, 17.11. November. Und naja. den dann in den Fokus zu rücken, mich wirklich gut vorzubereiten und nicht immer so Wettkampf-Hopping zu machen, alle zwei Monate im Wettkampf. Das macht mir auch mehr Spaß persönlich. Aber du machst mit, naja. ja. Ich mach mit, ja. Locker 600. So langsam, so langsam tickt die Uhr. So, der Countdown. Ja, es ja, sind schon noch ein paar Wochen, aber ja. trotzdem so, ist irgendwann merkt man so, hey, so lange ist es ja gar nicht mehr. <laughs> ich merke ja. das, weil ich richtig viele habe, die in der Vorbereitung sind. Ähm, mhm. Und dann jedes Mal damit konfrontiert bin. Fuck, das. Ich dachte, das sind noch zwölf Wochen. Ich dachte, das sind noch drei Monate. <laughs> Scheiße. Was ja. sind es jetzt noch? Ich glaube noch neun Wochen. Oder? Letzte Woche waren es zehn, da haben die meisten gestartet, ja. so in ihre Blöcke dann, um äh, sich vorzubereiten, ja. Ja, ja. ja. eben und ich habe jetzt eben auch noch mal die letzten zwei Wochen von meinem Training voll viele Einheiten nicht machen können. Richtig ja. scheiße. Dann denkt man so, ja, puh, so jetzt müsste es eigentlich schon gut gehen, aber wenn dann was dazwischen kommt, ist halt blöd. Aber ja. Es ist noch genug Zeit, ne, wenn du jetzt regelmäßig. Aber so ein Umzug ist schon schlimm. Ja, so Umzüge. Ja, es, es ging aber sogar, also ja. Ist halt lang. Ist lang und ähm andere Belastungen, die man nicht gewohnt ist, hm. so dieses einmal schwer hochheben, ist ja kein Stress, aber dann so ewig lang und hm. dann halt immer tragen und dann auch die Griffkraft und sowas, aber ja, ich meine, du die, die ist ist trotzdem recht einfach. Ich kam vor ein paar Tagen nach Hause und in meinem Flur hier, ich wohne ja im Erdgeschoss, aus dem ersten Stock, kamen halt so drei ältere Herren runter mit so einem Riesenschrank und der unterste, Guckte mich so an, als ich durch die Tür kam, schon seine Augen mega rot. Denn die waren komplett überfordert mit diesem Schrank. Und ich dachte erst, okay, ich gehe vorbei, weil ich komme gerade vom Training, Leute. Langsam, das werdet ihr verstehen können. <laughs> da habe so <laughs> ich so hilflos angeguckt. Ich habe meine Tasche fallen lassen. Ich so, okay, Jungs, was kann ich, was kann ich machen? Und die haben sich so bedankt. Die meinten nicht, die hätten, also die, der untere meinte, noch, eine, noch 30 Sekunden länger, ich werde zusammengebrochen, weil er war der Einzige unten. Und das war echt ein Riesenschrank, ja. der um die Ecke musste. Und oben waren halt zwei. Genial halt auch, ne? Und dann war da halt auch Na, schon ja. so 50 plus. Da dachte ich mal ganz kurz, okay, Leute. Ich bin zwar schwach, aber ich kann jetzt hier mal mindestens meinen kleinen Finger ranhalten, so meine Hand, mein Finger, um den ja. ein bisschen. Ja. Yep. Ich habe äh, letztens, war ich auch am Trainieren in der Garage, habe das Tor offen gehabt und dann sehe ich eine Nachbarin, die ist auch, glaube ich, schwanger, äh, läuft vorbei mit so einem Sackkarren, wo so ein kleiner ähm, Red Bull-Kühlschrank drauf war. Also so ein Getränkekühlschrank, weißt du. Läuft sie so vorbei, guckt sie so rein, sagt so Hallo und ähm, ja, dann auf einmal so zwei Minuten später. Guckt sie so auf einmal so in die Garage wieder rein. Und ich denke so, okay, ich kann mir schon denken, was kommt. So, ja, ähm, ich, kannst du mir kurz helfen? Ich so, ja, ja, kein Stress. Hab so, ich habe barfuß trainiert, habe meine äh, Badelatschen angezogen, bin dann rüber gelaufen, habe dann gleich schon gemeint, so, ja, okay, Kühlschrank da hochtragen, oder? Sie so, ja, ja. Also nur irgendwie fünf Treppenstufen so ins Erdgeschoss da rein. Und sie wollte es auch noch zu zweit machen, aber ich habe den halt einfach genommen, der ist ja nicht schwer, weißt du, hochgetragen, direkt in die Wohnung reingestellt und sie so, oh danke, ja, voll nett. Danach nochmal so den Beatswass geküsst. Ja, ist halt ist halt so wenig, weißt du, lohnt okay. sich nicht. Kann man trotzdem küssen. Gotta worship the bicycle. Ist bei dir eigentlich schon mal irgendwie ein äh, Müllwagen vorbeigekommen und wollte Sperrmüll mitnehmen? Waren überall Schränke im Gym. Okay, ein Schrank. Okay, den, hätte ich besser, den hätte ich besser ausarbeiten sollen in meinem Kopf. Nee, aber ganz oft äh, gucken die rein und ey, ey, Fitness, ey, gut, gut, ey. <lacht> <Und> <lacht> ja, so Rocky kommen ganz oft. rocky, rocky Life so <laughs> Gummibärchen ja, ja. auf deinen Trainingshandschuhen. Ähm. <laughs> Nee, den hat mir mal einer, den fand ich echt witzig, den kannte ich vorher nicht. Ich ging so am Hafen lang und dann war einer von meinen alten, das war so ein BMXer, ne? So, BMXer sind ja jetzt nicht gerade die stämmigen Leute. Und dann ging ich da mit einem Kollegen lang vom Football damals und dann rief er uns so zu, vom bisschen weiter so, ist hier jetzt Sperrmüll oder was? Und ich so, hä, Digga, was will er denn?" Er so, ich sehe nur Schränke. Und ich habe mich, oder musste, ich musste dringend los. Aber er war gut. Und deswegen feiere ich ihn. Deswegen musste ich ihn immer wieder ausgraben und überall anbringen, wo er unangemessen ist. Okay. Genug ja. Smalltalk. Ich habe dir ja auch den Überblick über die, über die Themen geschickt. Hast du dir da schon mal was ja. ausgesucht? Oder soll ich mal was aussuchen? Da war irgendwas mit so Spezifik und Kleinigkeiten und den großen Ganzen. Das fand ich ganz gut. Aber ich ja? öffne mir erstmal hier meinen... Kong -Strong. Kong -Strong. Also Lidl, gell? wenn ihr mich äh, sponsern und supporten wollt. Ich bin ready. Also ich habe so richtig viele... Sachen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, was du meinst. Das hast du jetzt nicht gesehen, oder? Was hast du <laughs> Hast du dich eingesaugt? Ja, Mann. <laughs> Klassiker. Wegen meinem blöden Sponsoring-Gelaber habe ich äh, nicht aufgepasst. Meintest du den hier, Powerlifter, die sich auf viel zu spezielle Dinge konzentrieren, statt das Wesentliche im Auge zu behalten? Yes. Ist das jetzt eine Frage? Ich weiß nicht, ob wir da nur Beispiele nennen sollen oder wer uns da in den Kopf kommt oder ob wir da was dazu sagen sollen. Powerlifter, die sich auf viele, viel zu spezielle Dinge konzentrieren, statt das wesentlich im Auge zu behalten. Ich glaube, das ist so ein Themenvorschlag. Ja, wir haben noch eine andere Frage, die passt da ein bisschen mit rein. Da können wir vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Ich würde die mal kurz raussuchen. Und da ging es um, was jetzt so im Powerlifting oder halt Krafttraining, das ist ja im Grunde dasselbe, ähm, halt wichtig ist, kurz zusammengefasst, also wenn man sagt so, was sind die wichtigen Faktoren für so ein Training? Da kann ich direkt Schleichwerbung machen. Na? Und zwar ähm, Kraftraum Podcast <laughs> habe ich ja jetzt immer donnerstags auch eine Folge und da habe ich ja diese letzten oder die ersten fünf äh, Folgen waren die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs. Und da geht es eigentlich genau um die Grundlagen in mhm. den verschiedenen Bereichen, also so generell der Lifestyle, Training, Ernährung, Erholung und Mindset. Ja, das heißt, da ist im Endeffekt alles zusammengefasst, so die ganzen Grundlagen, die wirklich wichtig sind. Ja. Aber wir können es trotzdem nochmal sagen. Ähm, ich, also, ich habe es hier jetzt gefunden. Grundregeln für die Gestaltung eines KDK-Plans, also ich sag mal, ist noch ein bisschen spezieller. Mhm. Also geht schon ein bisschen weiter rein. Äh, also, ich sag mal, wenn, man, wenn du mich jetzt so fragst, einfach so irgendwie reinzustarten, ist halt das, was du auf dem Wettkampf machst. Das, wofür du trainierst. Das heißt, du solltest möglichst spezifisch trainieren. Also, wenn du ähm, Powerlifting nimmst, hast du Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, was du für eine Wiederholung bei, ich sag mal, drei verschiedenen Intensitäten auf dem Wettkampf machst. Einmal moderat schwer, einmal ziemlich schwer und einmal maximal schwer. Das sind deine drei Versuche. Das ist deine maximale Spezifik, die du anstrebst, da dann im Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben abzuliefern. Und im Grunde würde man jetzt sagen: Okay, dann macht es ja Sinn, genau das immer nur zu trainieren. Also jeden Tag 30 Singles in all den drei Übungen. Damit wirst du bestimmt auch stärker werden. Es wird bestimmt auch ein Stück funktionieren, aber im Grunde fängt man dann an, unspezifisch zu werden, wenn man davon abweicht. Und da wird dann schon, da kommt es dann schon drauf an, wie Damien sagen würde. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Das kommt darauf an, wie viel Muskulatur du schon mitbringst, wie viel Krafttraining, Erfahrung du schon hast. Davon ist dann abhängig eben, wie viel Volumen du machst im für Hypertrophie oder sowas. Also wie stark du abweichst von dieser Spezifik. Es kommt darauf an, wie weit weg du von einem Wettkampf bist. Also dann kommen ganz viele Faktoren dazu, wo man sagen würde, es kommt drauf an. Die Leute lieben es, wenn man sagt, es kommt drauf an, weil es halt auch nicht so wirklich was aussagt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Anfänger nehmen, der sagt, ich möchte KDK machen, habe aber noch gar keine Erfahrung, dann halte ich es für sinnvoll, erstmal ein relativ generelles Training zu machen. Eben nicht gleich Singles üben wie auf dem Wettkampf, sondern einfach generelle Fitness, generelle Kraft aufzubauen mit einem breiten Anfängerplan, wo alle Übungen drin sind, also mehr oder weniger alle Übungen, alle Bewegungsmuster und die halt erstmal aufzubauen über einen gewissen Zeitraum. Und dann späterhin, wenn man das eine gute Zeit gemacht hat, eine gute Basis geschaffen hat, zu sagen, okay, jetzt äh, werde ich spezifischer wieder. Das heißt, ich nehme vielleicht wieder Singles mit rein oder zumindest ein bisschen weniger Wiederholungen, ein bisschen höhere Intensitäten. Und äh, werde in den Übungen spezifischer, da wo ich vorher vielleicht eine halbe Kniebeuge gemacht habe, schaue ich mal jetzt, ob ich vielleicht eine Loba Kniebeuge hinbekomme, ein bisschen weiteren Stand, wo ich dann stärker sein kann drin. Das heißt, da bittet man sich dann so langsam hin. Ne? Also Spezifität ist wichtig, aber es kommt auch auf deine Trainings, ja, da wo du halt gerade bist, an, ob du sehr spezifisch trainieren solltest oder nicht. Und dann ist es eigentlich ganz normales Krafttraining. Ja. Damien, ergänze mich. Ja, das ist ja jetzt unabhängig vom KDK eigentlich immer zielabhängig. Das heißt, was ist dein Ziel? Und dann schaust du, was brauchst du dafür, was sind deine Voraussetzungen und ähm, was kannst du machen, um das Potenzial zu erhöhen. Und generell sagt man ja auch, je weiter weg du von dem Wettkampf bist, desto unspezifischer trainierst du und je näher hin du kommst, desto spezifischer wirst du. Ja, also ich hast du alles schon was gesagt. Gutes in deiner Fragerunde gehabt, ähm, dass du. Warum du keine, oder warum man nicht unbedingt Singles machen braucht, oder wie auch immer, je nachdem, wie weit man weg ist vom Wettkampf, und da hattest du gesagt, weil das Ziel außerhalb des Wettkampfs ist, das Potenzial zu erhöhen für deine Wettkampflifts, Wettkampflifts, und nicht unbedingt direkt deine Wettkampflifts zu verbessern, sondern eher das Potenzial dafür eben. Und das kann halt bedeuten, breiter, dich breiter zu machen. Was bedeutet das? Grob gesagt. Mehr Muskulatur. Sperrmüll zu werden. Spär, genau, erstmal Sperrmüll werden und dann nachher der Schrank. Aus dem Spermel wie der Phoenix aus Okay, lassen wir das. Ja. Ähm, ja, und aber da könnte das ja Punkt gleich ist, ein bisschen. Ja, das, das hatten wir doch letztens erst besprochen gehabt. Da, da, das hast du bestätigt. Und zwar immer, wenn wir so in Phasen sind, wo wir super spezifisch trainieren und halt richtig viel Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und so machen und wenig allgemeines Training machen, fühlen wir uns immer scheiße. Und nicht ja. unbedingt stärker. Und <laughs> wenn wir weit weg vom Wettkampf sind und halt einfach so generelles, allgemeines Training machen, dann fühlen wir uns gut. Körperlich fühlen wir uns gut, wir fühlen uns stark und wenn wir dann auch mal testen, dann geht auch einiges. Ich meine, das war ja bei dir mit den 260, jetzt beim Beugen vor kurzem ja ein gutes Beispiel. Mhm. So gut, dass sie ja noch nie gebeugt, oder? Ich habe auch gestern, so gut wie ich noch nie gebeugt habe, 227 für 5 gebeugt oder so. Also, und ich habe vorher, besonders bei den 260, komplett unspezifisch trainiert. Also Hyberbeugen beugen nur oder Safety Squad bar beugen Bulgarian Split Squads, gar kein low bar beugen und dann das erste Mal oder das zweite Mal wieder low bar beugen, nachdem ich es pausiert gemacht habe und es fühlt sich, ich fühlte mich wie ein junger Gott. <laughs> Aber ich muss sagen, das ist halt auch ähm, ein bisschen ab, abhängig vom Trainingsstand. Ne? Wenn man jetzt, ich sag mal recht fortgeschritten ist, ich habe ja auch schon mehr Skill in diesen Übungen. Plus ist, für mich ist es sowieso ein Ticken einfacher, weil ich schon ein bisschen, wie sagt man selektiert bin, weil ich das einfach gut kann und das schon lange gemacht habe. Ähm, wenn jetzt jemand in dem mittleren Bereich eher ist, der trainiert jetzt zwei Wochen gar nicht die Wettkampfbeuge. Keine Ahnung, fühlt sich vielleicht tatsächlich besser, aber ob das dann auch technisch nachher so läuft, ist vielleicht wieder was anderes. Ne? Aber da muss man halt immer ein bisschen individuell schauen. Ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen dabei, dass ich sage, je nachdem, wie viel Potenzial du noch hast und wo du gerade in deiner Trainingszeit bist. Könnte man auch in der Hypertrophiephase ein-, zweimal üben, dass man sagt, okay, bevor wir jetzt unser, unser Volumen reinballern, machen wir noch ein paar Singles, einfach damit wir tatsächlich üben können. Je mehr du üben kannst, desto besser. Keine schweren Sachen oder so, aber einfach nur das Rauslaufen, das Atmen, also eine gewisse, ähm, also so einen gewissen Prozess zu implementieren von einzelnen Schritten. Und wenn man dann mal rauskommt, wenn man irgendwo gegenhaut, dass man sich erinnert, okay, der nächste Schritt war jetzt feststehen, warten, bis ich ausgeschwungen bin, wenn ich ein bisschen irgendwie in Vibration bin, dann atmen. Aber das kommt halt auf den Trainingsstand an. Ich Verbringen da nicht mehr viel Zeit mit, so ungefähr gar keiner, aber für mich ist das so wie, keine Ahnung, also ganz normal, ne? ist schon so oft gemacht. Aber wenn du halt ein bisschen weniger vorgeschrieben bist, kann das Sinn machen. Aber auch da wieder, wenn ein Wettkampf erst ein halbes Jahr, also in einem halben Jahr ist, ne, dann kannst du deine Fokus ganz anders legen, solltest du auch, ne? weil du halt einfach nicht so spitz. Der Wettkampf ist halt nicht morgen, du, du, du verschwendest halt viel Zeit, wenn du so arbeitest. In der du Volumen hättest machen können oder halt dein Training auf andere Weisen irgendwie verbessern. Ja, und im Endeffekt ist der Wettkampf ja ein Test und kein Training. Und wenn du das im ja. Training immer machst, dann testest du ja nur und wirst aber halt nicht unbedingt stärker. Ja. Also es ist ein Mix. Um, wo war denn das? Also da, wir hatten das ja gerade mit dem Dinge, auf die, sich, auf die sich die Leute spezialisieren, obwohl. Äh, oder auf spezielle Dinge konzentrieren, anstatt das Wesentliche im Auge zu behalten. Das ist ja auch eine kleine Abwandlung davon. Ne? Wenn du jetzt ganz weit weg vom Wettkampf. Immer deine, also im Bankdrücken ist das ein super Beispiel, ne? weil ganz viele Powerlifter haben da eine, oder arbeiten an einer extrem ausgereiften Technik mit dem weitesten Griff, dem kürzesten Weg, der krassesten Brücke und dann machen sie eine Wiederholung, hängen rein, warten zehn Minuten, weil das war, war eine RP8-Wiederholung und dann machen sie erst ihr Backoff. Das heißt, du brauchst über eine Stunde nur für dein Bankdrücken und schlussendlich das an Potenzial, was du dir da aufbaust, hättest du in 10 Minuten an der Brustpresse machen können. <laughs> so, da hättest du halt auch ein bisschen engeren Griff Bankdrücken können, deine Wiederholung reinholen. Und deine Technik dann später ausreifen. Ist schön, dass du sie ausreifst, aber ich sag mal so, wenn du noch fünf Kilo aufbaust, ne, an Körpermasse, verändert sich deine Technik sowieso. Das heißt, wenn du heute bei 70 Kilo Körpergewicht deine Technik perfektionierst, aber auf 80 willst in einem halben Jahr, dann wird bei 80 deine Technik wieder ganz anders aussehen. Dann ist es zwar schön, dass du es gemacht hast, Du hast aber einfach Zeit verschwendet. Also, es ist halt einfach was, worauf du dich hättest gar nicht so konzentrieren müssen, weil es zu dem Zeitpunkt gar nicht relevant war. Und das ist halt, ich sag mal, eine kleinere Abwandlung davon. Wir lassen jetzt mal natürlich irgendwie Mobility und Ewigkeiten ausrollen vom Training und sowas. Das sind ja auch spezielle Dinge, wo man sagt, okay, was machst du denn da jetzt überhaupt gerade? Warum konzentrierst du dich nicht aufs Wesentliche? Mal so ein bisschen außen vor, die es im Powerlifting auch so ganz gerne gibt. Oder irgendwie übermäßiges Arbeiten mit Bändern oder sonst was. Ja, ich muss sagen, also aus der reinen Erfahrung will ich dazu immer gar nicht so viel sagen, weil ich mit vielen Sachen auch noch keine Erfahrung gesammelt habe. Natürlich hat man irgendwo was gelesen, man hat was gehört und viele Dinge sind halt auch einem logisch. Es kann ja trotzdem gut sein, dass irgendjemand voll davon profitiert, viel mit Bändern zu arbeiten. Aber das heißt halt auch nicht, dass jeder dann voll davon profitiert und die meisten halt eher nicht. Ne? Also, wenn man ein positives Beispiel hat, heißt es ja nicht gleich, dass man das auf die Allgemeinheit schließen kann. Das ist so ein klassischer Induktionsfehler. Ähm, weswegen ich damit aber auch vorsichtig bin, weil es sicherlich einen gibt, der davon echt profitiert. Aber da drauf gibt es wahrscheinlich 25, die da drauf, die dann überhaupt nicht mehr klarkommen und denen das gar nichts bringt, wo das Zeitverschwendung ist dann. Ne? Ja. ja, also die Trainingsinhalte an sich sind wahrscheinlich ja variabel und gar nicht so wichtig. Und das Wesentliche an sich ist halt einfach zu trainieren erstmal. Zu trainieren, mhm. langfristig mehr zu machen, Gewicht drauf zu packen. Egal ob du jetzt eine High-Bar oder Lower-Kniebeuge machst oder safety Squat oder Frontkniebeuge, du musst irgendeine von den Varianten wählen und die halt regelmäßig trainieren und langfristig Gewicht drauf packen. Und das Wichtige ja. ist halt auch dieses Regelmäßige und das Langfristige. Ja, also wenn du jetzt äh, sechs Wochen lang irgendwie AI-Coaching von JTS machst und dann äh, vier Wochen äh, Progress und dann wieder drei Monate irgendwie was anderes und dann wieder die ganze Zeit diesen Wechsel hin und her, dann ist das wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Also dann mach irgendwas, aber mach es halt richtig. Das heißt, das muss nicht das Richtige sein, aber was du machst, solltest du halt richtig machen und mhm. da halt dann auch Gas geben und äh, dabei bleiben und langfristig das auch machen. Das ich ist das gestern, nicht überhaupt. Vorgestern, gestern, vorgestern, jemanden im Technikcoaching. da war das eigentlich genau, oder es war eigentlich ein interessanter Fall, weil der nach dem AI-System, was du gerade angesprochen hast, trainiert und jetzt einen Wettkampf plant für in drei Monaten ungefähr. Ne? Und wir haben halt die Technik durchgearbeitet, ähm, die, der Wettkampf-Lifts, ähm, dafür haben wir die Zeit genutzt und haben am Ende eben noch mal über die Trainingsplanung geredet. Und da kam eben darauf, dass er nach AI trainiert. Hat mir dann mal seinen Plan gezeigt und war sich halt nicht sicher, ob ich ihn einen Plan schreiben soll für diese Zeit oder ob er das weitermachen soll. Ich wollte da Beratung. Ähm, ich habe mir den angeschaut und habe ihn aber geraten: Guck mal, du arbeitest ja schon ein bisschen länger mit AI. Ich glaube, seit zwei Monaten. Ähm, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt einen Plan schreibe, ne, dann gebe ich dir was, was du abarbeitest. Und nach, was möchtest du danach machen? Das war auch ein, ein Student. Ähm, wahrscheinlich wieder mit AI arbeiten. Also ich sag mal im Grunde, wenn AI. Vom Prinzip her in Ordnung ist, macht es viel mehr Sinn, wenn du dich mit AI vorbereitest und danach auch mit AI weiterarbeitest. Wenn du nachher ein halbes Jahr oder ein Jahr damit gearbeitet hast, kennst du dieses System wesentlich besser, weil jedes System, was auf dieser Basis beruht, also in der Trainingsplanung, die ohne Coaching praktisch funktioniert, funktioniert eben nur so gut wie der Trainee, der sie macht, weil der ist immer noch dafür verantwortlich, auch im AI seine Ermüdung irgendwie nachzuhalten, einzutragen. Und das kostet Übung einfach. Ne? Und wenn man diesen Prozess komplett abgeben will, dann gönnt man sich einen Coach, kostet aber auch dann seine. 80 bis 200 Euro im Monat oder so. Ähm, schlussendlich wäre es für ihn aber die bessere Option in meinen Augen, wenn er AI macht und mir hin und wieder mal sein Sheet schickt, um zu gucken, ob, ob ich das so abnicken würde, weil er sich nicht ganz sicher ist, also einfach diese Sicherheit ein bisschen zu nehmen. Ne? Und das ist so, ich hätte da jetzt auch wie gesagt einen Plan verkaufen können und Geld verdienen, aber gesagt, hey, nimm das Ding und äh, trainiere das jetzt weiter und schick mir das hin und wieder und wir also gucken einfach mal, wie es aussieht. Ne? Schlussendlich ja. hat er mir noch die letzten Tage geschrieben, dass er doch wahrscheinlich einen Plan haben will. <laughs> aber das wäre jetzt halt einfach der Tipp in dem Fall, wo man sagt, hüpf halt nicht zu viel, außer du willst sicher mit einem Coach auf lange Sicht arbeiten, dann gönn dir einen Coach. Einen Coach aber auch nur für eine kurze Zeit zu gönnen. Okay, du lernst viel, klar. Aber es verschiebt eventuell auch einfach nur das Problem. Weil was machst du dann, wenn er wieder, wenn er nicht da ist? Also du machst dich ein bisschen abhängig, ne? Und wenn du dann ein Programm nimmst und das über lange Zeit, du musst einfach dabei bleiben. Kontinuität, simpel. Und dich mit deinem Training auseinandersetzen. Ja. Ja. ob du jetzt acht Raps machst oder sieben, ob du jetzt Safety Squat Bar machst oder keine Ahnung, ne? das ist ja eigentlich auch der Punkt, such dir eine aus und mach die lange, wechsel die nicht zu oft und äh, wie sagt man so, ähm, squeeze jeden letzten Tropfen aus der Übung raus praktisch, ne? wenn du dir sicher bist, dass die gut für dich funktioniert und dann kannst du beurteilen, ob, also ob es gut war. Ja, aber die eine Übung, die du nicht machst, die dich stärker machen würde, wenn du die nicht machst, dann wird es halt nichts, aber wenn Safety Squat Bar Bulgarian Split mit festhalten, weil dir nicht möglich sind, weil du die Stange nicht hast, dann hast du ja, halt, halt nichts. Dann, machst dann du bist halt stark Pech. Ja, genau. Falsche <laughs> Priorität, mein Sohn. Ja, Mann. <laughs> ja, das dein ist ja schwierig. Also dein Mindset ist dann falsch. Viele sind ja auch so auf YouTube unterwegs und du musst dir das so vorstellen. Auf YouTube ist Clickbait halt wichtig. Ne? Wenn ich jetzt sage in, als Videotitel, also ich mache das ja gar nicht so oft, aber wie auch immer, ähm, das hier ist eine ganz gute Übung, die du als Alternative benutzen kannst. Das klickt kein Schwein. Wenn ich aber reinschreibe, das ist die beste Übung, die du nicht machst, klicken es halt die Leute. Die Verwirrung dabei ist halt dann nur, dass du glaubst, dass du diese Übung machen musst. Na, das heißt, ich sag mal, Tyson ist da ja ein gutes Beispiel, der viele solche Videos macht. Tyson sagt aber auch in der Regel immer, also genau das, was wir jetzt auch gesagt haben, ne, der sagt ja nicht, das ist jetzt tatsächlich die beste Übung, sondern ist es ist ein, ein Repertoire von Übungen. Da ist die auch drin vorhanden, die hat seine Vorteile. Wenn sie für dich passt und du sie machen kannst, probier sie doch mal aus, aber du musst sie halt nicht machen. Aber das eine ist halt, Clickbait das andere ist anders halt dann der Inhalt des Videos. Und viele gucken dann halt nur auf den Clickbait und verstehen. Also okay, viele machen auch scheiß Clickbait und eine scheiß Nachricht, ne? Machen wir uns nichts vor. <laughs> ich gucke gar nicht so viel fitness YouTube, deswegen kann ich es so gut beurteilen. Aber äh, ich habe jetzt halt sofort an Tyson gedacht oder an mich, wenn man jetzt so ein Video macht, irgendwie diese Übung. Ja, aber es ist halt immer schwierig, ne? Es ist halt immer schwierig. Ja. <laughs> Durch KDK lernt man Frusttoleranz. Was meint ihr? Ja, ist schon was dran. Man macht immer das Gleiche. Es ist ziemlich eintönig, stumpf und ähm, so die, das Resultat sieht man meistens erst ziemlich spät. Aber es ist ja bei vielen Sportarten generell so. Das heißt, du trainierst ja teilweise Olymp für die Olympischen Spiele vier Jahre lang trainierst du und qualifizierst dich vielleicht nicht mal. Ja, mhm. Oder halt vier Jahre trainierst du und du bist dann vierter Platz, bist nicht auf dem Treppchen. Also, so dieses, ja. das ist ja der, einer der wichtigen Punkte oder Aspekte im Sport, dass man halt so lange für irgendwas arbeiten muss und halt nicht sofort seine Belohnung bekommt, was ja heutzutage ja. ein großes Problem ist. Ich muss sagen, für mich waren auch andere Sportarten viel frustrierender, zum Beispiel Football, wenn du einen Teamsport hast und dein Team halt nicht so mitzieht, wie du dir das vorstellst frustriert das halt auch, ne? Das ist halt einfach ein Punkt im Sport. Ich finde aber, du wächst halt auch dran, besonders in einem Teamsport, weil du halt sagst, okay, ich hänge viel rein, das Team zieht nicht so mit. Was kann ich besser machen? Solltest du dich halt eigentlich fragen und nicht die Schuld aufs Team schieben. Ne? Und beim Powerlifting kannst du halt immer sagen, ich habe das reingegeben, ich bekomme das raus in der Regel. Abgesehen von irgendwelchen anderen Faktoren, wenn du mal krank bist oder so und du weit zurückfällst, ist halt so, ne? Das ist halt dann immer so ein bisschen, wenn du halt, ich sag mal, ein hohes Level an Performance leisten kannst, ist das so, wie wenn du so einen Ball auf deinem Finger äh, balancierst. Solange du ihn balancierst, ist alles gut. Wenn er runterfällt, ne? Dann musst du ihn halt erstmal wieder da hochbekommen. Ja. Aber ich finde, es geht. Also im Vergleich zu anderen Sportarten, sonst würde ich es gar nicht so lange machen. <laughs> ja, ich finde es immer so. ja bedenken, Powerlifting ist halt echt nur ein Teil von vielen anderen Sportarten. Also Krafttraining, ja. weil ich meine, fast jeder Sportart macht auch Krafttraining. Aber die machen noch Techniktraining, was dann nicht wie beim KDK halt eins und das Gleiche ist. Also da ist ja Krafttraining und Techniktraining und das Gleiche. Und dann haben sie teilweise halt noch äh, irgendwie ähm, Taktik, die noch mhm. mit reinkommt. Das heißt, beim Powerlifting also gar nicht eigentlich. Ja, und das heißt, da ist nochmal viel mehr Potenzial, frustriert zu sein. Aber im Endeffekt ist es egal, welche Sportart du dir aussuchst. Du musst halt irgendeine Sportart einfach nur finden, die dich packt und da halt mal alles reinstecken und gucken, was bei rauskommt. Und ähm, wenn es so wie bei vielen läuft, dann kommt halt eben nichts bei raus. <laughs> so zum Vorzeigen. Also irgendwie eine Goldmedaille, Weltmeisterschaft oder sonst irgendwas. Also, aber ja, darum also geht es ja gar nicht. Ich denke, das hat auch viel mit der Motivation zu tun, wenn du dir etwas erwartest, womit du vielleicht prahlen kannst oder so. Und das dann nicht bekommst, frustriert es dich. Wenn dir der Prozess an sich aber Spaß macht, dann macht es halt Spaß und frustriert es dich halt auch nicht. Ne? Und deswegen, also... Ich habe zum Beispiel nie feste Ziele an Zahlen oder so, weil ich genau weiß, dass mich das eher frustrieren würde, wenn ich immer noch nicht 750 hätte oder immer noch nicht 800 oder sowas. Ich sage halt einfach, okay, je, jeden Tag für sich, jeden Tag das Beste, was ich für mich bringen kann. Und das resultiert nachher in dem besten Ergebnis am Wettkampf. Besser hätte ich eh nicht sein können. Und äh, sich da im Vorfeld irgendwie an irgendwas zu binden, ist halt nicht so meine Philosophie. Und äh, dafür mache ich es halt auch nicht. Also klassisch prozessorientiert arbeiten. So, wir gucken mal weiter. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ne? Wie geht man mit Sinnlosigkeit um in Bezug aufs Leben? Let's go! <laughs> ähm, geh doch mal dein hypothetisches Home Gym durch. Damien. Oder ich auch, weil ich habe auch bald ein Home Gym. Mietvertrag schon unterschrieben ab 1. Oktober. Ich brauche jetzt einen Kredit. Hat irgendjemand von euch einen Kredit, den er mir geben kann? 40.000 <laughs> ist okay. <laughs> Nee, sagen wir mal so, also Die mal Leute kennen ja jetzt, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, geht mal bei Damien auf den Kanal und dann lasst erstmal ein Abo natürlich. Plus schaut euch mal seine Home Gym Tour an. Wenn dieses Video online geht, ist übrigens meine Gym Tour auch online. Das kommt Mittwoch, also mein Video morgen. Und Sonntag kommt dieses Video. Also Damien für die Relation. Wir sind gerade am Sonntag eigentlich. Ähm, okay. Da ist auf meinem Kanal ein Video über meinen Gym, wo ich so, ein kleines, so eine kleine Room Tour mache. Und das, dazu hat mich Damien inspiriert mit seiner kleinen Room Tour durch sein Home Gym. Guckt euch das mal an, weil dann kennt ihr sein Home Und dann kann Damien jetzt vielleicht mal ein bisschen drauf aufbauen, in einer Traumwelt, auf einer grünen Wiese, was du anders machen würdest oder neu machen würdest oder verbessert haben wollen würdest in deinem aktuellen Home Also so die Fläche an sich reicht mir komplett. Ich hätte nur gerne Wie viel höhere ist das? Decke. Quadratmeter? Oh, lass mich schätzen, ein Quadratmeter 30 rum. Mhm. Bisschen, vielleicht 35, sowas um den Dresens. Ähm. Also, es ist eine Doppelgarage. Du kannst ein Auto reinfahren, also hast hinten dran noch Platz für Fahrräder und so. Das Problem ist nur, ich habe auf der einen Seite, also wo das Tor ist, habe ich ungefähr 2,20 Meter Deckenhöhe und da geht nach hinten aber auf 1,85 circa runter. Ja, das heißt. Also, ich habe keine Probleme. Ich kann auch ganz hinten Knie beugen. Ja, ja, also es geht ja nicht nur darum, dass ich da hinten nicht stehen kann, sondern halt auch, dass da hinten nichts reinpasst. Ja. Ja, also ich hätte gern einfach nur eine Deckenhöhe von drei Meter von mir aus überall oder 2,50 Ups, mein Timer. Ich habe aber schon gestoppt und wieder gestartet. Ja, so höhere Decke. Ähm, die Fläche an sich reicht mir vollkommen für mich alleine oder auch für zwei Leute zum Trainieren, also mit der Freundin noch. Ähm, Rack, so wie ich es drin stehen habe passt vollkommen ausreichend da brauche ich nicht mehr das einzige was mir fehlt im Home Gym ist halt irgendwie so ein Kabelzug oder Seilzug mhm. also dieser Dual Seilzug den ihr bei euch im Gym auch stehen habt sowas hätte ich halt sehr gerne weil man einfach so viel noch mal machen kann ja. ähm, oder halt weil ich ja auch nicht gut Klimmzüge hier machen kann ein Latzug wäre ganz geil mhm. ja, einfach ich sag mal so Beine da braucht man keine Maschinen dafür also überhaupt gar nicht und ähm, Brust, theoretisch auch nicht, oder halt so die ganzen drückenden Bewegungen, theoretisch auch nicht. Aber für die ganzen Zugbewegungen finde ich viele Maschinen ziemlich geil. Hm. Ja, und dafür wäre es halt schon ganz cool, irgendwas was zu haben. Also gerade irgendwie so ein Kabelzug oder sowas. Aber sonst, ja. der Rest so für mich passt eigentlich komplett. Und dann kommt es halt immer wieder drauf an, was will man halt machen? Was ist dein Ziel? Und äh, was hast du für ein Budget? Welchen Platz? Was willst du da drin genau machen? Ähm, dann gibt es halt Equipment, das ist total geil oder auch mega unnötig. Mhm. Klar, ein Bell Squat würde ich auch reinstellen, wenn ich den Platz hätte. Oder die Deckenhöhe. Ja. Platz und Preis ist aber so eine Sache, bei, auch bei einer Bell Squat. Aber was ich immer vergesse, ist, du kannst mit der Bell Squad ja noch wesentlich mehr machen als nur Bell Squats, weil du ja praktisch von unten einen geführten Seilzug hast. Wo du ja noch, du könntest ja vom Ding her rudern, Extensions für den Trizeps machen oder was weiß ich. Also, dir ist ja die Fantasie praktisch. Äh, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Ja, das ist immer so das größte Problem hier, dieser Kosten-Nutzen-Faktor und halt auch der Platz-Nutzen-Faktor. Und ja, da so ist Ding ein Rack ist einfach unschlagbar. So ein ähm, Kabeltonteil, wie wir uns jetzt reingestellt haben, so zwei Armen. Ich habe das gestern noch mal recherchiert. Wir haben das ja von Simple Products gekauft. Das mhm. kostet dort 2300 Euro und ist aktuell im Angebot für 1899. Und ich glaube, davon haben wir es auch gekauft, noch ein bisschen reduziert. Ich glaube, auf 1400 war das zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir hatten ja vorher ein Cage mit Anbau hinten für den Latzug, allerdings läuft das Ding halt einfach nicht so rund. Es läuft nicht so gut. Vor allem für kommerzielle Nutzung, also wenn du sagst, da trainiert jeden Tag jemand dran, für zehn Stunden oder so also viel nicht, aber vielleicht vier, dann äh, ja, ist die Lebensdauer natürlich auch. Eingeschränkt oder zumindest verkürzt. Ja. Von daher haben wir gesagt, wir holen Sonnteil, aber eigentlich hätten wir noch lieber noch was Hochwertigeres gehabt. Aber die Dinger werden auch unglaublich teuer, unglaublich schnell, wenn du was ordentliches haben willst. Vor allem mit Stackweight oder so, wo du nicht irgendwelche Gewichtscheiben draufhängen willst. Ähm, da kannst du dir schon eine Competition-Kombi von der Leiko hinstellen, wenn du da was ordentliches kaufen willst. Und dann ja. ist es halt wieder Kosten-Nutzen. Was stelle ich mir hin? Für ein paar ladzug gut, da kann man auch Alternativen machen. Und äh, dann lieber das Rack oder sowas, ne? Ja. Kraftraum 6, Code bei Simple Products. Übrigens noch, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt. <laughs> Schön Werbung <Ich> überall. <laughs> Muss auch noch einkaufen. Ja, wenn du mich fragst, also ich habe jetzt 100 Quadratmeter, die ich miete, mit einer richtig schönen hohen Deckenhöhe. Ich glaube, 350 oder so, richtig hoch. Ist so eine freistehende Halle. Achso, wie hältst du das eigentlich? Ist es im Winter warm bei dir? Nee, ne? Da ist ja nur die Garagentor, ne? Genau, also und überall Straußen, Schlitze und alles und die Wände ja. sind auch sehr dünn und nicht isoliert, also und die Decke ist eigentlich auch nur Wellblech oben drauf und halt unten drunter Rigips. Oh. Aber du bist hardcore, dich stört das nicht? Ja, es geht, also wenn du dich warm machst und so, dann, dann geht es echt eben. Ich habe so einen ganz kleinen, super billigen, ich glaube 3000 Watt Heizlüfter von Amazon für mhm. so 30 Euro oder so mal geholt. Der kann da auch ganz gut ein bisschen wärmer machen, das reicht dann auch. Ähm, ich brauche ihn selber eigentlich nicht wirklich, aber wenn meine Freundin mit mir noch trainiert, dann habe ich den halt dann angemacht. Ähm, aber nee, es geht. Ich habe das ja schon Ewigkeiten gemacht, so in der Garage. Auch früher schon. Ich habe dann ganz früher mal einen Heizlüfter nur in die Stange gemacht, weil die halt so scheiße kalt war. Dass halt die Hände nicht so dran äh, frieren einfach. Aber ja, ey, du ziehst dann halt irgendwie eine Tight an und dann halt noch eine Jogginghose drüber. Und ähm, ich habe von Under Armour so ein Long -Sleeve Cold Gear. Compression Teil, was halt echt scheiße warm macht. Und darüber ja, ein Pulli und eine Mütze, also so eine Wintermütze, dann ist es echt warm genug und dann ziehst du halt auch mit dem Training, mit der Zeit irgendwann die Sachen noch aus, weil es halt zu warm wird, wenn du schwitzt und so. Das Gute ist, dich sieht dann ja auch keiner, deswegen ist Swag egal. Ja, das ist mir egal. <laughs> das wäre auch ein egal. Äh, nee, Mann, ich bin voll die, voll die Pussy. Bei mir im Gym, wenn du morgens der Erste bist, ich meine, so richtig, richtig, richtig kalt ist es dann doch nicht, weil wir halt Heizlüfter haben. Ein bisschen was kriegen die schon hin. Aber die Stange dann kalt ist, du sollst Kreuzheben im Hook Grip oder so, du bist eh noch kalt von draußen. Dann will ich mich einfach nur so verliegen und da so lange noch, keine Ahnung, rummümmeln und rumkutscheln, bis mir halbwegs warm ist und ich einfach am besten gar nicht trainiere an dem Tag. Ich hasse es. Also ich trainiere irgendwo. im Winter viel besser, wenn es kalt ist. Ich glaube aber ich bei euch im Süden sind im Winter ja auch noch so 20 Grad, ne? Das ist ja, ja, kalt ja, genau ja es ist nicht so kalt wie in den flensburger Norden. alpen im, im, im sommer sind plus drei grad also warm <lacht> <lacht> ja hattest du eigentlich mal probleme mit dem wetter hoher schnee wasser äh, was sich irgendwie bei dir in die, in die garage reingefunden den weg gefunden hat nee gar nichts da habe ich Tiere, echt Glück also alles Eidexen, trocken nee marder nee äh, waschbären Nee. nee, also ohne Witz, also da klar halt Spinnen und so ein Zeug sind halt drin, das ist ja normal, aber ähm, Mäusekacke oder sowas habe ich noch nie gefunden, in der alten Garage haben wir das gefunden immer wieder, da hat mein Vater seine äh, Sommerreifen oder Winterreifen drin gelagert gehabt und hat dann so eine Tüte drum gemacht und halt in die Tüte zu jedem Reifen immer dann einen Zettel reingemacht, wo drauf stand, äh, vorne rechts zum Beispiel. Mhm. Und die waren halt komplett zerfressen, alles voller äh, Mäuse oder Rattenkacke. <laughs> Perfekt. Ich hatte mal, wo wir gerade dabei sind, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, ne, so eine kleine Mietswohnung, zwei Zimmer, Altbau, Rott in äh, Wandsbek. Liebe Grüße. Ähm, ans MacFit Wandsbek damals noch. Und ich hatte halt so einen alten proteineimer ne? Wo so ein Kilo drinne war noch, was ich mir mal bestellt habe, auf irgendeiner billigen Seite. Das war so. Wann war denn das? 2013, glaube ich, 2012. 2012. Da bin ich da zur Schule gegangen. Und den habe ich, ich hatte eine Mitbewohnerin in meiner Einzimmerwohnung, ähm, weil ich mir, weil ich brauchte Geld. Bruder muss los. Das ist übrigens ein neues Thema, gleich erinnere ich mich mal dran, ähm, wie man mit wenig Geld trotzdem davor vormachen kann. Und äh, <laughs> auf jeden Fall hat sie mich irgendwann nachts angerufen und meinte halt, das, das knabbert immer so aus der Küche so komische Geräusche und ich glaube, wir haben eine Maus im Haus. So, regel mal, du bist der Typ. Ich so, fuck. Hab dann irgendwann mal da geschlafen am Wochenende, weil ich war auch viel nicht da. Also am Wochenende war ich meistens nicht da und unter der Woche war ich halt in der Schule und sie war halt meistens am Wochenende da und in der Woche nicht da. Das heißt, man konnte sich so eine Wohnung teilen. Ähm, hab dann da gepennt und ich habe im Wohnzimmer halt gepennt auf einer Matratze auf dem Boden, weil sie hatte das einzige Zimmer, was halt abschießbar war, weil sie hat ja bei mir gemietet. <laughs> das heißt, ich habe einfach auf dem Boden gepennt. Äh, und dann höre ich halt in der Nacht aus der Küche, Halt, genauso ein Knabbern, so, also, keine Ahnung, kann ich nicht nachmachen. Und ich mache so das Licht an, gehe da rein, ich habe Hammer Schiss, dass, mir, dass mich irgendwas anspringt. Ich höre das, aber ich sehe es nicht. Ich mache den Schrank auf, ich höre es genau vor mein Gesicht, aber ich sehe nicht, woher dieses scheiß Knabbern kommt. Und dann habe ich halt so ein bisschen Lärm gemacht, da drin, so ein bisschen rumgespielt, und dann war das weg. Ne? Und dann guckte ich und dann an dem Eimer war halt oben rum komplett alles abgeknabbert, weil die in diese Protein-Ding rein wollten und Gains machen. Der hat wahrscheinlich auch sein Training gehabt und wollte danach ein paar Proteins, also eigentlich schlecht für mich. Und es war halt wirklich so abgekaut, bis kurz bevor sie in dieses Ding reinkam, in diese Proteinbox, die ja halt auch schon Ewigkeiten da stand, ne? die war auch schon echt nicht mehr lecker oder so. Ähm, ja, die habe ich dann entsorgt und dann war das Mäuseproblem auch weg. Wollte ich nur mal am Rande erzählen. Die anabolste Maus der Welt. Ja, sie sagt so, Protein, Bruder, mach ich keine Witze. Kennst du noch die, ab, diese Zeichentrickserie, die Mäuse vom Mars? Die Mice vom Mars oder sowas? Genau, Beste. ja. Habe ich als Kind geliebt. Das war auch noch die ja. Zeit, wo Superhelden tatsächlich Muskeln hatten. Ja, oder Street Sharks. Kennst du das noch? Ja, das, das war auch geil. Auch geliebt. Ich hatte auch Figuren davon. Hat ein Kumpel auch gehabt, ich war voll neidisch. <laughs> so, warte mal kurz. Wir hatten irgendein Thema noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ne? Ich wollte eigentlich was über Mein Humschimmer sagen, aber kann ja auch anders mal sagen. Das andere <lacht> Thema? <lacht> Muskelaufbau. Ähm, Kraftaufbau mit wenig Kohle. Genau, worüber ich ein bisschen reden wollte. Ich suche gerade mal die Frage an sich. Hast du damit Erfahrung, Damien? Ich weiß sogar, wer die Frage gestellt hat. Ich kenne den Machst Namen. Machst du es oder was? Nein. <laughs> nee, also. Stru ähm, struggling Coach möchte gerade machen mit wenig Geld. Zumindest wenn ich <laughs> die locker 600 haben. Klar habe ich da mit Erfahrungen. Also ich habe ja auch früher angefangen, da war ich noch in der Schule. Ähm, red mal mit deinen Eltern, weil ich gehe davon aus, dass deine Mutter oder dein Vater oder so kocht. Und du nicht unbedingt noch selber äh, schon selbst kochst zu Hause immer. Und ähm, sag halt, dass sie dich halt beim Sport unterstützen können, wenn sie halt ein bisschen mehr Eiweiß drauf packen. Es kann ja sein, weißt du, dass sie einfach halt ganz normal, also die Beilagen, die kosten ja eh nichts, dann halt ein Gemüse, aber dann halt ein bisschen öfter oder mehr Fleisch, Fisch, Eier, irgendwelche anderen eiweißhaltigen Nahrungsmittel. Und wenn es darum geht, halt selbst einzukaufen und so weiter, dann. Hock dich einmal hin und geh mal so die Sachen durch und guck mal, was es da kostet. So Eiweiß pro Euro oder sowas, wie viel Eiweiß du pro Euro bekommst. Und da ist Eiweißpulver in der Regel mit das günstigste überhaupt. Also ist halt einfach so. Und mhm. ich weiß nicht, so ein 5-Kilo-Beutel Reis irgendwo kostet fast nichts. Ja, und dann kriegst du dann deine Kalorien, deine Kohlenhydrate darüber rein. Dann äh, es ist also Ich gehe mal davon aus, für ihn reichen 3000 Kalorien. Ja, und da reichen irgendwie so über 100 Gramm Eiweiß am Tag oder 150. Wenn du Kalorienüberschuss hast, dann brauchst du eh nicht ganz so viel Eiweiß wie bei der Abnahme. Von daher, das ist nicht so teuer. Und dann gehst du einmal im Monat weniger zum McDonalds oder was weiß ich wohin und kannst du dafür dann Essen für eine ganze Woche fast schon kaufen. Also, ein Kumpel von mir damals in der Uni, der hat, äh, der hat versucht, so günstig wie möglich zu leben und ich weiß nicht mehr genau, wie viel pro Woche der ausgegeben hat dann Essen für Essen, aber der hat so gut wie nichts ausgegeben. Aber er ist halt noch nie irgendwo an das Essen gegangen. Also wenn du selber einkaufst und selber kochst, dann kostet Essen eh fast nichts. Aber wenn du halt einmal irgendwo hingehst und äh, dir was holst, dann bist du gleich mal 10 Euro los Minimum. Und äh, das kann aber halt schon für ein paar Tage irgendwie dann Essen sein, theoretisch. Ja, wir haben ja diese schönen Discounter, wo es wirklich für ein Appel und ein Ei Essen gibt. Ein Apfel und ein Ei gibt. Ähm also die Frage war sogar speziell bezogen. Zum Beispiel im Studium, und ich gehe da jetzt so klassisch von dem Studenten aus, der gerade die erste Wohnung hat, wenig Geld, ne, BAföG oder so. Ähm, ich war in derselben Situation und ich habe es genauso gemacht, wie Damien auch gerade gesagt hat. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe ja eh meinen Ernährungsplan ausgearbeitet. Also so geschrieben, richtig. Auf Papier. <laughs> und habe dann natürlich auch gleich ähm, mitschreiben können, was denn so eine Portion immer kostet. Ne? Zum Beispiel Magerquark oder so. Und ich habe es damals äh, so gemacht, dass ich 30 Euro pro Woche hatte, jede Woche. Das war eine Krise, wenn manche Monate mal fünf Wochen hatten. Und dann hattest du nämlich keine 30 Euro mehr. <laughs> Aber das hat gereicht, um gut zu essen. Und da war auch Fleisch mit dabei und keine kaum Supplements. Ich glaube, ich war genau der, den du gerade meintest, Damien. Oh, Proteinpulver kostet ja voll viel. Da muss ich ja jetzt 50 Euro für zwei Kilo, das reicht ja nur einen Monat oder so, weißt du, das war so der Gedanke. Wobei, wenn du das versuchst, durch andere Nahrungsmittel zu ergänzen, du in der Regel nicht günstiger wegkommst. Um, und das ging und ich habe halt so Eiweißbrot gekauft, also das erste, ich glaube 3000 Kalorien waren es auch ungefähr und die, das erste Wichtige war halt so, dass ich das Eiweiß dafür habe ich mir dann so Eiweißbrot gekauft, klar ist jetzt nicht so das geilste Eiweiß, aber läuft. Um, billigen Aufschnitt, den billigsten Magerquark morgens vorm Training, abends dann Nudeln mit Pesto, um halt Carbs und Fats reinzubekommen und meinetwegen nochmal mal Quark oder so. Und wenn du das mal hochrechnest, dann bist du echt günstig dabei. Aber es kostet natürlich auch viel Entbehrung. Ne? Wenn du jetzt davon redest, tendenziell für immer oder zumindest für die nächsten Wochen, so zu leben, ja, das, das ist das Leben nicht so lustig. Ne? Da ist halt nichts mit Essen gehen und Abwechslung und sonst was. Aber dafür kannst du günstig da musst du halt wissen, was deine Prioritäten sind. Wenn deine Prioritäten beinhart, äh, Muskelaufbau und Kraftaufbau und sowas sein sollen, dann machst du das halt, ne? Wenn du das willst. Und wenn du es halt nicht willst und dir McDonalds lieber ist und irgendwie eine Geschmacksexplosion zu haben, dann musst du halt damit leben, dass du eventuell nicht für 30 Euro auf deine Macros kommst. Aber es ist nicht teuer. Ich sag mal so: generell ist Kraftsport wahrscheinlich heutzutage eines der günstigsten Hobbys, weil du einfach nur deinen monatlichen, äh, deine monatliche gym bezahlen hast. Bei mir war das, wie gesagt, damals in Hamburg, wo ich auch noch die Mitwohnerin hatte, um meine Miete zu erteilen und sowas. 15 Euro McFit und dann halt 30 Euro die Woche essen. Und dann halt meine HVV-Karte für Hamburg, die 100 Euro kostet hat oder sowas, dann war nichts mehr von meinen 500 Euro BAföG oder was weiß ich, ne? Oder nicht mehr viel neben der Miete. Aber es reicht halt und man hält es halt auf eine gewisse Zeit durch und da muss man halt einfach nur wissen, was will ich. Und das ist günstig. Du, Equipment, was brauchst du schon an? Equipment? Du brauchst keine 200 Euro Squatschuhe, du brauchst keine was Ich hatte damals gar nichts, außer immer nur so zerrissene Klamotten von HM, die ich halt Ewigkeiten getragen habe. Aber ich habe den Lifestyle auch geliebt. Ich dachte so, ich lebe in Venice und ich bin in Arnold gerade. In Pleite und Hamburg, wo es immer schneit und regnet. Und ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, um mir halt diese HVV-Karte nicht immer gönnen zu müssen und dann schwarz zu fahren, wenn ich mal weiter musste. <laughs> und äh, es geht. Und ich finde das sogar damals, wenn ich jetzt zurückschaue, das war voll die geile Zeit, so diesen Lifestyle zu leben. Und ähm, ja, jetzt jeden Tag Subway bei mir läuft. Aber dafür bin ich unausgefüllt und traurig. Und <laughs> Subway kann halt auch keine, bestimmte Löcher kann Subway nicht füllen. Nicht mal ein Footlong. Nicht mal ein Footlong, ey und ich meine wenn du es wirklich wenn du wirklich dann mehr Kohle brauchst gibt immer noch Möglichkeiten noch Geld zu verdienen also so ist ja nicht ich habe glaube ich seit ich 13 oder 12 13 weiß schon gar nicht mehr habe ich immer irgendwie einen Job gehabt und Geld verdient das heißt am Anfang irgendwie so Zeitung verteilen Blättchen verteilen so ein Zeug äh, um meine Pokémon Karten zu kaufen damals und ähm, später während dem Studium auch habe ich immer auch in einem Gym irgendwo gearbeitet oder so aber was ich auch gemacht habe war dann wie hieß denn das? Umzugshilfe.de oder umzugshelfer.de oder sowas. Da konntest du dich registrieren. Und da konnten halt Leute sagen: Hey, am Samstag ziehe ich um und ich brauche drei Leute für drei Stunden. Und das wurde dann einmal an alle rausgeschickt, die da halt angemeldet waren. Und du konntest halt direkt zusagen dann hast es bekommen. Und da hast du halt dann irgendwie, ich glaube, 25 Euro für, für die erste Stunde pauschal bekommen und dann 15 Euro für jede weitere Stunde. Aber die Leute geben dir meistens dann auch ein bisschen mehr. Ja, das war dann, kannst du mal Und ähm, dass du den Auftrag annehmen kannst, kostet dich halt nochmal 5 Euro. Das heißt, 20 Euro die erste Stunde, dann 15 Euro die weitere. Aber das war dann, habe ich fast jedes Wochenende gemacht und immer so 100 Euro noch am Wochenende bekommen. Und dann kann man sich auch wieder Sachen kaufen. Ja, dann, dann überlegst du ja, halt, okay, dann gehe ich am Wochenende halt irgendwie drei Stunden auf dem Umzug helfen und kann mir dafür meine Supplements kaufen, die ich unbedingt haben möchte. Zum Beispiel. Ja. Also, es gibt immer Möglichkeiten, auch dann noch ein bisschen Geld zu verdienen. Oder, hey, ich habe bei meinem Nachbar ich dann seine Rasen gemäht und die Werkstatt geputzt und dafür Kohle bekommen, als ich noch äh, jünger war. Also, es gibt genug, genug Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und äh, darauf soll es sich ankommen, ja. Und dann kannst du dir immer noch ähm, besseres Essen kaufen, wenn du willst. Oder mal mehr Abwechslung reinbringen. Und dann halt auch überlegen, was ist dir halt wichtiger? Ist mir wichtiger, als irgendwie ein, ein T-Shirt von irgendeiner Marke zu haben oder sowas? Oder brauche ich keine neuen Klamotten, aber kaufe mir dafür besseres Essen? Das ist ja auch wieder so eine. Muss ja selber mal überlegen vorher. Ja. Ähm, ich habe damals meinen ersten Job, als ich dann ins Studium gegangen bin, angenommen, weil ich musste, weil mein Bafög gestrichen wurde. Ähm, und dann dachte ich mir okay Pascal, ich lief halt so durch die Stadt und da ist ein Supplementladen in Hamburg am im Chaussee und da war halt so ein kleines Schild unten, Aushilfe gesucht und ich dachte mir halt Buddy, ich weiß alles über Supplements. <laughs> Das ist der perfekte Job für mich. Ähm, bin halt rein und habe da dann gearbeitet. Also einmal Probe gearbeitet, die haben gesehen, okay, das, das was wichtig ist, das krieg ich da hin. Und ähm, habe mir dann da Geld hinzuverdient. Plus, zweiter Punkt, du kannst ja dann erstmal, du kriegst natürlich einen Einblick in die Preise ähm, im Detail und kannst dir natürlich in der Regel auch vergünstigt einkaufen. Das heißt, ab da war dann auch wieder Protein drin und andere Sachen, weil du halt einfach das Günstigste vergleichen konntest mit dem besten äh, Preis-Leistungs-Verhältnis und dann halt da äh, dich bedienen. Und äh, man merkt allerdings recht schnell diese Arbeit. Das hat nicht so wirklich. Also ich muss sagen, das war echt ein guter Laden und auch der Chef war ein super Kerl, weil ich auch im Bewerbungsgespräch gesagt habe so, ey alles schön und gut, aber ich werde mich hier nicht hinstellen und irgendwelche Testo-Booster und bla, ich weiß, ihr habt das im Regal, aber ich will das von vornherein geklärt haben, dass du nicht irgendwie nach zwei Wochen kommst und sag, sagst, ich hätte erwartet, dass du den auch noch mit andrehst. Ich werde die halt einfach ehrlich und offen beraten, wenn die es kaufen wollen, sollen sie es kaufen, aber ich werde die halt nicht dazu beraten, dass sie es kaufen sollen. Aber das war halt cool, das fand er cool und ähm, das war dann auch für mich cool, dann da zu arbeiten. Ne? Mhm. Aber es ist schon eine verrückte Welt und ein frustrierender Job. <laughs> Und ja, oder es, ein... es kommt mir so vor, als wenn es zwei verschiedene Welten sind: diese Welt von YouTube und Informationsgehalt und bla oder Informationscontent. Und dann die Leute, die auf der Straße und im McFit rumlaufen, deren Informationsquelle der Bro ist, der neben denen gerade steht, in der Umkleide, der denen erzählt, die brauchen Kerakalin, Kreatin, Kreatin Testo-Booster, Eiweiß für die Nacht hier, wie heißt das? Casin, morgens schnell verdauliches, keine Ahnung, was noch alles. Und die geben da 400 Euro im Monat aus, ne? Ja, ja, das ist schon sehen gleich aus. Ja, war ich früher aber auch. Ja. Oder ey, du kannst ein Finderstudio jobben. Die suchen immer Thekenkräfte, 450 Euro-Basis, dann verdienst du dein Geld und trainierst kostenlos. Und du kannst auch ein bisschen Erfahrung sammeln, ne? Also ich sag mal, in der Regel ist, ist zwar dein Job, Tresenkraft zu sein, aber wenn da mal jemand kommt und du willst den mal Kniebeugen beibringen oder so und du interessierst dich für dieses Thema. Pff, dann bist du wahrscheinlich schon, wenn du dafür vielleicht interessiert bist, besser als alle anderen, die da arbeiten. Und äh, kannst halt auch so ein bisschen deine. Also du kannst du, du kannst jetzt immer zum Job gehen und einfach das machen, was von dir erwartet wird, und fertig. Du kannst aber auch immer halt, wenn du schon da bist, auch was Sinnvolles machen. Ne? Und wenn du dann sagst, okay, hier sind ein paar, die machen Kniebeugen, eigentlich ist mein Job, hier die Eiweiß-Shakes zusammen zu mischen und hin und wieder mal sauber zu machen. Aber wenn dich mal jemand darauf anspricht, also ich würde dann zum Beispiel so sehen, wie cool wäre es, wenn ich so der Geheimtipp bin hinterm Tresen, wo die Leute hingehen und nach Kniebeugen fragen. Oder ja. nach Kreuzheben. Weißt du, und das wird mich schon wieder dann motivieren, auch den Job zu machen, auch wenn der Job an sich vielleicht scheiße ist. so, ne? Und natürlich auch fürs Geld. Ja, in dem Studio, wo ich damals dann gejobbt habe, während dem Studium, da war es so, da war am Wochenende nichts los. Du hast da morgens aufgemacht, da standen schon ein paar vor der Tür gewartet. Das waren so die paar alten Leute, die halt immer samstags dann da waren sonst waren dann Kurse, da sind Leute für die Kurse gekommen, aber sonst war halt so gut wie nichts. Das heißt, du warst halt dann eine paar Stunden dort und musstest eigentlich gar nichts machen, wirklich überhaupt nichts außer mal einen Rundgang jede Stunde und da hatten wir echt viele Studenten, die dann da halt gelernt haben in der Zeit. Die haben einfach ja. ihr Zeug mitgenommen, sich hingehockt und halt gelernt und hier und da mal eine Schlüsselkarte rausgegeben, wenn es sein musste, aber sonst war nichts zu tun. Also das ist schon einfach Zeitabsitzen gewesen. Schon okay, kann man sich echt nicht beschweren. Bezahlung war jetzt nicht mega, aber du machst ja auch nichts. Ja auch so Nachtwächter auf Messen und sowas habe ich auch mhm. öfter mal gehört. Soll geil sein, weil du halt lernen kannst oder Hausarbeiten schreiben oder so, weil das Einzige, was du machen sollst, ist da sitzen und aufpassen, dass keiner auf den Stand läuft oder sowas, ne? Ja. Ja. Aber heutzutage ist sowas natürlich auch unsexy. Na Damien, also heutzutage macht man schnelles Geld im Internet mit drei Klicks und fährt dann im AMG rum. Und äh, <laughs> Der Typ, den ich dir geschickt habe, ey. Da macht keiner mehr solche Jobs. Dieser Spast, Mann. <laughs> Wenn du nicht 10.000 Euro im Monat verdienst, warum bist du dann noch angestellt? Und warum machst du dann dich nicht selbstständig und verdienst bei mir, meinem Coaching, irgendwie 100.000 Euro im Monat? Oh, brutal, ey. Man <laughs> weiß nicht, was man dazu sagen soll. Hier ist eine Frage, die, die würde ich dir gerne mal stellen. Mhm. Hattet ihr mal Disbalancen, die euch limitiert haben? Weil ich glaube, ich verstehe die Frage auch nicht so richtig. Ja. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen, weil du ja auch, ich sag mal, mit Sportlern, mit richtigen Sportlern arbeitest. Ähm, wo das eventuell nochmal relevanter wird, oder? Also bei mir persönlich, Disbalance. Das ist gut wie der ganze Oberkörper einfach. Penis zu nee. Körper. <laughs> ja, nee, also ähm, ich glaube, die Leute lassen sich dazu arg immer Angst machen von diesen. Videos, wo es dann heißt, oh, irgendwie Verhältnis von Oberschenkel, Vorderseite zur Rückseite oder sowas. Und ähm, was weiß ich, Rücken und Bauch und so. Ihr müsst bedenken, es gibt zum Beispiel so allgemeine Werte, dass man so und so viel stärker ist an der Vorderseite wie in der Rückseite oder so beim Oberschenkel. Oder schwächer. Wenn man sich jetzt einen Sprinter anschaut, ist das Verhältnis komplett anders, aber es ist eine funktionelle Anpassung an die Belastungen und äh, was sie halt brauchen im Wettkampf. Das heißt, man, man kann nicht einfach so gucken, oh, das muss ein 1 zu 1 Verhältnis sein oder 1 zu 1,5 oder so. Äh, ist gerade egal, auch links und rechts, du wirst immer irgendwo Unterschiede haben. Und ich würde mir da keinen Kopf machen. Gar keinen Kopf. Einfach stärker werden. Also deine Schwächen werden wahrscheinlich immer deine Schwächen bleiben. Also ich werde wahrscheinlich nie bei meinem Total viel durch mein Bankdrücken rausholen, sondern eher durch... Kniebeugen und Kreuzheben. Mein Bankdrücken wird immer schlechter sein im Verhältnis als die anderen beiden. Liegt nicht daran, dass ich es nicht trainiere. Ganz im Gegenteil. Es liegt einfach daran, dass ich halt nicht die besten Voraussetzungen fürs Bankdrücken habe. Ist einfach so. Ähm ja, einfach das Beste daraus machen. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie Disbalancen von, von Arsch zu Hamstrings oder sowas beim Kreuzheben und so, pff, das ist alles Theoriegeschwafel von Leuten, die meistens gar nicht wirklich verstehen, welche Muskulatur da was wirklich macht. Also ich würde da gar nicht so arg drauf hören, ehrlich gesagt. Eine weitere Frage war noch durch eine Verletzung eine schlechtere Sprunggelenks, hier rechtes Sprunggelenk weniger mobil wegen Kindheitsverletzung. Tipps? Hab ich auch. Also ich habe auch rechtes Sprunggelenk eine Verknöcherung durch Stricken früher und komme im Knie weniger weit nach vorne wie links. Ähm Solange du tief genug kommst in der Kniebeuge, wenn wir jetzt von Powerlifting sprechen, dann passt es ja. Also ich merke schon, ich komme mit Gewichtheberschuhen einfach besser runter als ohne. Was aber nicht heißt, dass ich ohne keine Kniebeugen machen kann. Ich kann ohne auch Kniebeugen, aber einfach nicht ganz so gut. Ja. Ähm wir können da keine wirkliche Antwort drauf geben, weil die Frage ist erstmal, was für eine Verletzung ist da strukturell irgendwas wie bei mir mit der Verknöcherung, da ist einfach Schluss bei mir, das geht nicht weiter oder hast du es halt einfach damals geschont und dann nie wieder die Beweglichkeit aufgebaut, also dass du halt potenziell wieder beweglich werden könntest. Weil dann einfach gucken, beweglicher zu werden. Dein Knie öfter mal nach vorne schieben, über die Zehenspitzen, so weit wie es geht, dass du da reinkommst, ja, und dann halt irgendwie, was weiß ich, Achille-Szene, Waden, den ganzen Kram da hinten halt mal dehnen, ähm, gucken, was halt passiert, aber mit den Informationen kann man da nicht jetzt wirklich irgendwie viel mehr viel mehr rausgeben an infos also ich habe so dass ich mir damals beim football mal den fuß den ich glaube am Pausenbänder und so verletzt habe ähm, ich weiß gar nicht ob es daher kommt aber ich habe ich glaube links ein bisschen weniger beweglich nee, rechts ein bisschen weniger beweglich als links um, ist aber nicht viel. Man merkt es aber schon im Warm-Up oder wenn ich so moderate Gewichte auf Raps beuge, dass ich dadurch auch so einen leichten Shift bekomme und mich immer zwingen muss, dass ich das rechte Knie weiter fortführe. Ne? Das hat man auch schon ein paar Videos mal erkannt. Wenn ich von der Seite filme, sieht man das sogar recht deutlich. Macht aber ansonsten eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich merke, okay, heute ist das Ding irgendwie noch ein bisschen unbequemer als sonst mache ich mal so ein paar Dehnübungen, ne? also so dynamisches Dehnen, dass ich mal runtergehe in die Position, vielleicht sogar mit einem Gummiband, ähm, und danach kann ich in der Regel problemfrei beugen. Plus, wenn das Gewicht schwer genug ist, kann ich auch problemfrei beugen, <laughs> weil es dann einfach schwer genug ist. Ähm, manchmal merke ich dann halt zu Hause, das ist im Rechten so ein bisschen zwickt, dass das vielleicht ein bisschen, dass ich da ein bisschen zu viel Beweglichkeit reingezwungen habe. Das hat aber auch noch nie so zu Problemen geführt. Und äh, da muss ich mich halt einfach jedes Mal, wenn ich mal merke, ich bin irgendwie super gestresst oder sowas, äh, einfach mal ganz kurz diese, diese rechte Seite ein bisschen mehr dehnen und dann klappt Aber wie Damien schon gesagt hat, das bin jetzt ich zum Beispiel und das ist auch nur ein minimales Bisschen. Aber das ist jetzt praktisch meine Intervention, um trotzdem trainieren zu können, halt die Seite ein bisschen mehr zu dehnen. Ein bisschen mehr in diese Position zu kommen und auch aktiv daran zu denken, okay, äh, dass ich jetzt nicht zu weit. Das andere Knie hinten lasse und das, ne, dass ich halt so, ein, so einen kleinen Shift nachher bekomme in der Beuge, sondern dass ich versuche, anstrebe wirklich schön und sauber gerade runterzukommen. Und dann zieht das andere Ding halt nach oder halt nicht. Ne? Und im Grunde ist es ja jetzt mit meinem gebrochenen Arm links dasselbe beim Bankdrücken. Den strecke ich dann am liebsten gern zuerst aus, weil das mir am schwersten fällt. Den Hintern kann man ein bisschen hinterziehen. Ist ja auch auf der einen Seite dann irgendwo eine Disbalance, aber sie macht halt gar nichts, vor allem, okay, du belastest die Arme ja auch praktisch einzeln. Um, aber es gibt immer Wege so. Ne? Aber wie gesagt, wenn das jetzt. Wie sagt man, wenn dein, wenn das so festgemacht wird, dein 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 Fußgelenk? Es gibt's ja auch bei Leuten, die extrem krank waren oder sind oder Probleme hatten. Dann kannst du es genau. halt gar nicht mehr bewegen und dann kriegst du es halt auch nicht mehr hin, wahrscheinlich ja. damit ordentlich zu kniebeugen. Ne? Das ist dann der Extremfall. Ich meine, du kannst immer noch sehr breit stehen und dich weit nach hinten setzen. So dann brauchst du gar keine Beweglichkeit im Sprunggelenk eigentlich. Ja. Aber ja, in der Hüfte, die ich nicht habe. Dann brauchst du in der Hüfte ja. So, was haben wir hier denn noch so schönes? Wir haben ja schon eine Stunde aufgenommen, ne? Mhm. Da, 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 da. Damien, wie gehst du mit richtig schlechten Einheiten um? Richtig ausrasten. <laughs> ich gehe erstmal hoch und schlag, meine Freundin und mein Kind, vor Wut. <laughs> nee, also. <laughs> <laughs> nee, also... Nee, also... Man muss einfach bedenken, es kann da nicht immer gut laufen. Oder wenn es immer perfekt laufen würde, dann, dann wäre es ja wieder normal. Es gibt auch mal schlechte Einheiten, ja. Und dann kannst du dir überlegen, woran könnte das liegen? Dann schaue ich einfach, okay, sind es Sachen, die ich gemacht habe. Also ich bin deutlich später ins Bett gegangen, die ganze Zeit, aber weniger geschlafen, ähm, habe beschissen gegessen, habe mich auf der Arbeit oder keine Ahnung, wo noch viel stressen lassen. Dann kann das alles reinspielen, dass die Einheit schlechter wird. Ähm, oder weiß ich, dass ich die ganzen letzten Trainingseinheiten einfach voll übertrieben habe, weil ich Bock drauf hatte. Dann kann ich auch davon ausgehen, dass es irgendwann mal wieder nicht ganz so geil laufen wird. Ähm, dann weiß ich das und dann sind das Sachen, die kann ich ändern. Dann brauche ich mich auch nicht stressen lassen davon. Ähm, ja, und ich habe immer wieder mal Einheiten, wo ich merke, so, boah, ey, pff, heute geht nichts. Dann zum Beispiel letzte Woche. Ähm, da standen dann auf dem Plan vier Sätze, A6 Wiederholungen im Beugen mit einem bestimmten Gewicht. Und dann habe ich direkt im ersten Satz nach vier Wiederholungen aufgehört, weil ich gemerkt habe, so, jetzt müsste ich so richtig, richtig, richtig hart kämpfen, dass die hochgehen. Und eigentlich stand Raps and Reserve 2 auf dem Plan bei sechs Wiederholungen. Und dann dachte ich so, okay, komm, ich probiere es im nächsten Satz nochmal. Vielleicht war ich einfach nicht ready, keine Ahnung was. Da habe ich wieder nur viel gemacht und dann bin ich mit dem Gewicht runter. Habe angepasst, habe dann wenigstens mit weniger Gewicht noch meine Wiederholung gemacht und habe dann aber den Rest vom Training auch deutlich reduziert, die Sätze und teilweise auch Übungen weggelassen, weil ich wusste einfach, okay, es geht nichts. Und wie gesagt, dann war es überraschenderweise gestern die gleiche Einheit wieder. Und da habe ich das Gewicht wieder aufgelegt vom letzten Mal, was dann auf dem Plan stand und habe halt locker gemacht. Also es ist ja. manchmal einfach nur so tagesformabhängig und ist manchmal so. Solange 80% von deinen Einheiten okay und normal laufen, 10% sind scheiße und 10% sind richtig geil, dann ist alles okay irgendwo. Ja. Und ist manchmal so. Ich Solange es nur dran. eine Einheit ist, ist alles gut. Wenn es aber jede Einheit in der Woche ist, dann ist irgendwo ein Problem. Ja, also ich erinnere mich auch immer dran, eine Einheit an diesen Spruch macht dich nicht stark und eine Einheit macht dich halt auch nicht schwach. Ne? Und wenn du mal eine richtig scheiß Einheit hast, geh einfach, also wenn es richtig, richtig scheiße läuft, selbst wenn du dann nach Hause gehst und quittest sozusagen, was soll's? So, kommst du nächste Mal wieder, greifst stark an. Wichtig halt einfach nur motiviert zu bleiben, aber auch zu akzeptieren. Eins ist eine einzelne Einheit, also direkt wieder runterzuschlucken praktisch. Ich sag mal, wenn du mal einen anderen Sport gemacht hast, einen Teamsport vielleicht oder so, dann wird man da auch mehr erfahren sein, denn da kennt man das, wenn man mal ein richtig schlechtes Spiel hat. Wenn du wirklich ein guter Sportler bist, musst du das praktisch schon nach dem Spiel wieder ausblenden und nach vorne gucken, um für das nächste Spiel gut zu sein und nicht halt in diesen, äh, dieses, dieses Momentum nach unten aufzubauen. Ne? Ich habe dazu auch nochmal ein Beispiel jetzt zur Vorbereitung zur letzten DM. Ähm, Lief es die letzten drei Wochen katastrophal schlecht. Ich sollte dann ja nochmal einen Single beugen mit 260, der war ultra schwer. Danach sollte ich Backoff 230 für Triples beugen. Die waren zu schwer, ich musste das Gewicht reduzieren. Und ich war eigentlich fit und leistungsfähig, aber es war einfach super schwer und das ging schon seit drei Wochen so. Ich wurde immer schwächer und dachte mir halt: Budi, muss dringend los. Ich will einen deutschen Rekord beugen. Wie zum Teufel soll ich das schaffen? Ne? Ähm, es gehört aber auch oft einfach mit in die Planung. Ne? Du musst dir vorstellen, da war ich eigentlich recht gut gepiekt und da war das recht normal, dass sich in den letzten Wochen meine, meine Leistung halt einfach fällt, weil ich halt einfach dringend den Taper brauche, um meine Fitness wieder aufzubauen. Ne? Also es ist ja eventuell auch strategisch geplant, dass du dich scheiße fühlst zeitweise. Und besonders da, nimm halt das, das, also denk an das große Bild, wo du gerade in deiner Trainingsphase, in deiner Trainingsplanung bist. Und ähm, ja, erinnere dich dran und vertraue auch ein bisschen drauf, dass das wieder gut wird, <laughs> wenn du zum Wettkampf kommst. Okay, du hast jetzt den Taper, da erhole ich mich dann, da werde ich wieder fit. Ähm, genauso war es dann ja bei mir auch und ich konnte meinen Rekord nachher beugen. Ich bin eher ein bisschen misstrauisch, wenn es zu gut läuft. Also, so wie jetzt die letzten oder heute auch, gestern auch wo ich mir denke, okay, jetzt läuft es gerade richtig gut. Eigentlich muss ich es gerade melken, denn es kann gut sein, dass es in den nächsten paar Wochen schon wieder drastisch runtergeht. Ähm, wie gesagt, das ist aber so ein bisschen immer das Ermüdungsmanagement. Da weiß mein Coach über mich besser Bescheid als ich, weil ich immer versuche, da gar nicht dran zu denken. Und der könnte das wahrscheinlich auch besser erklären, wann und zu welcher Zeit einfach die Ermüdung gerade recht hoch ist, warum sich das Training so scheiße anfühlt. Ne? Aber es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was du da gerade machst. Bei so schweren Sachen würde ich vielleicht sogar tatsächlich empfehlen, reduziere, geh runter. Bei einigen Übungen. Kann man aber auch einfach mal die Fresse halten und durchziehen. Das ist halt so ein gewisses Gleichgewicht, was es sich irgendwo halten muss, weil wenn du jetzt jedes Mal, wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt, dann reduzierst oder so. Na, das ist halt ein Tipp oder was, was so schwierig zu geben ist im Kontext von Krafttraining, weil manche einfach eine ganz andere Einstellung haben, ganz anders ins Training rangehen. Na, und andere sind halt so, die hören nie auf, die bringen, würden sich umbringen können und wollen. Und da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man immer ein bisschen eine Relation halten. Okay, was bin ich denn für ein Typ? Bin ich eher der Mimosentyp? Ist ja okay, wenn man das über sich weiß dann reißt dir vielleicht einfach mal den Arsch auf kurz. Und wenn du aber weißt, das letzte Mal bin ich im Krankenhaus gelandet, als ich das gemacht habe, dann nimm dich zurück. So und dann hast du vielleicht irgendwo nachher den, den Mittelweg damit, aber ja, Kopf zu, ja. nach vorne schauen. Ja, Die manchmal mal, dann wird wieder musst du halt auch erkennen können, ist das Training jetzt gerade scheiße, weil ich einfach körperlich nicht kann, ich bin fertig und dann ist es okay, dann reduziert ich lieber mal. Oder ist das Training gerade scheiße, weil ich vom Kopf her nicht da bin. Und dann ja. ist oftmals besser, wenn man sich einfach zwingt, das trotzdem zu machen. Ja, weil es geht ja, ja darum, sein Training zu machen. Ja, und nicht einfach nur, weil man gerade keinen Bock hat im Kopf irgendwie oder ein falsches Mindset hat. <laughs> Immer dieses Mindset-Wort. Ja, aber dann ähm, mach einfach. Und das mit diesen verschiedenen Typen: das, ich habe jetzt ähm, im Online-Coaching jemanden neu mit dabei. Und ähm, der hat mir davor seine Wettkampflifts geschickt. Und die waren alle. Die sahen aus wie bei mir mein letzter Aufwärmversuch. Oder vielleicht mein erster Versuch. Und das waren seine Drittversuche. So. Das heißt, er hat halt echt einfach sehr, sehr leichtes Gewicht gewählt für mhm. sich und super easy Wiederholungen gemacht. Ist natürlich cool für einen ersten Wettkampf, wenn du alles locker schaffst. Aber dann hat er auch ähm, mir ein Video geschickt vom Bankdrücken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Wiederholungen Sätze und so weiter, aber irgendwie waren es dann bei 80 Kilo. Und äh, Reps in Reserve 2 waren, glaube ich, drauf gestanden. Und er schickt es mir so und ich sage: so, Waren das jetzt für dich Reps in Reserve 2? Oder denkst du, es waren Reps in Reserve 2? Und er so, ja, für sich, also er denkt schon, das hat sich so angefühlt. Und dann sage ich, hey, das sah für mich so, als wenn mindestens noch fünf Wiederholungen drin gewesen sein. Mindestens. Und die Woche drauf hat er halt das gleich mit 90 Kilo gemacht. Hm. Also einfach 10 Kilo mehr und dann hat er gemerkt, <laughs> okay, das, das geht ja doch ganz gut so. Also, der ist vom Typ jemand, der einfach generell eher weniger Gewicht nimmt und halt leicht trainiert und denkt, das wäre schwer. Aber dann gibt es auch andere. Da bin ich eher jemand, der halt einfach gerne zu viel auflädt und dann halt immer am Limit trainiert so. Und das deswegen wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, in dieser unmittelbaren Vorbereitung mich meistens ziemlich scheiße fühle und Schmerz bekomme und am Arsch bin und nicht mehr so fit bin, weil ich halt einfach zu viel mache. Und beim allgemeinen Training halt dann eben nicht. Da kann ich ja nicht so schwer machen. Naja. Ja, ist schon krass. Manche müssen sich mal ein bisschen einfach mal richtig anstrengen lernen. Ja. Ja, Paul. Ich weißt du noch? Paul ja. schickt uns ein Video vom Kreuzheben irgendwie und, ähm, und, und, und hat auch immer geschrieben mit, ich weiß nicht mehr, ob es RPE oder Reps in Reserve war und ich so, Alter, da geht noch so viel mehr. Was ist denn los, Alter? Streng dich mal an und dann haben es ja alle gesagt, du auch und Alex noch und so. Und dann hatte er die Woche drauf, hat er sich angestrengt und hat direkt mal äh, einen PR gemacht, weil er halt mal sich angestrengt hat, so Wo ich mir so denkst du, Junge. Anstrengend ist schon gut. Ja, aber man kann es halt auch hart zerdenken, ne? Besonders wenn man viel damit aus dem, also äh, konfrontiert ist, ähm, diese ganzen Belastungsdinger sich selbst einschätzen mit irgendwelchen Sachen im Tank und bla bla bla. Es ist halt eigentlich gar nicht so einfach, sich da einzuschätzen, ne? weil ich meine, du weißt ja gar nicht, wie, wozu du tatsächlich in der Lage bist. Aber es ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Thema. Aber wo du gerade schon sagtest, Fokus in der einzelnen Einheit, ich habe das öfter mal, dass ich in so eine Negativspirale komme, wenn ich so Top-Sätze habe, die krass sind. Ähm, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt einmal 250 beugen für zwei und danach dann mein Backoff. Dann mache ich das, diese 250, woran mein ganzer Fokus ging. Ähm, filme die natürlich entsprechend, habe die fertig, drücke erstmal die Kamera aus, setze mich erstmal hin, guck mir das Video an, fange an nachzudenken, überlege schon, ob das poste ich jetzt auf Instagram und so. Es sind zehn Minuten vergangen und dann kommt aber ein hartes Backoff was mir richtig in die Fresse schlägt, weil das eigentlich auch sau schwer ist und für mehr Wiederholung. Und dann komme ich nicht wieder hoch, sodass das Backoff sich unglaublich schwer anfühlt, ungl unglaublich hart dann, ne? Und du halt frustriert bist. Und da muss ich mich halt öfter auch einfach dran erinnern. Ähm, und ich mache dann meistens immer dasselbe. Ich nehme dann mein Handy, wenn mir auffällt, oh Pascal, du sitzt jetzt hier wie gerade wieder zu lange. Das ist gerade nicht so geil jetzt. Und gehe halt nach hinten und werfe halt so mein Handy immer aufs Sofa, so von weitem, möglichst von Ganz weit weg, damit es kaputt geht. Einfach um mich so dran zu ändern, Bruder, du bist hier, um zu trainieren, leg dir das Handy mal nach hinten, ob du das jetzt zwei Stunden später postest oder jetzt, ist scheißegal, kümmere dich aber erstmal um das, wofür du jetzt hier bist. Und das ist immer so wie so ein, dann werfe ich das da hin und dann gehe ich und dann bin ich so in meinem Film, wo ich sage, nein, du darfst das jetzt nicht mal nehmen. So, dann ändere ich halt meine Musik nicht. Pech, weil wenn ich es nehme, gucke ich auf Instagram, WhatsApp, bla bla, die ganze Zeit rum. Also schmeiß es einfach weg. Streich es einfach für den Moment. Und dann läuft es halt auch meistens gut. Also, da muss man auch so ein bisschen reflektieren, was mache ich überhaupt immer zwischen den Sätzen? Oder laufe ich rum und, und rede über, keine Ahnung, mit den anderen Mitgliedern über meine Lebenssituation gerade und dann kommt man in ein Gespräch, auf einmal sind 20 Minuten vorbei und du denkst dir, fuck, ich muss auch noch mal beugen oder so. Da sind so, also es gibt so viel Fehlerpotenzial, wo die Leute nachher sagen, mein Training lief scheiße, weil dies und das, in Wirklichkeit hast du aber, ne, vielleicht hast du es gar nicht mal so bemerkt. Du hast aber, keine Ahnung, 20 Minuten dich mit jemandem unterhalten und bist komplett rausgekommen. Hast also schon, hätte sich eigentlich wieder neu warm machen müssen. Und ähm, ja das ist halt immer schwer zu sagen. Jupp. Ich habe jetzt das Handy weggeworfen mit den Fragen. <lacht> <lacht> ein Sound einspielen, jetzt, wie irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, wir haben eine Stunde gemacht. Von mir aus können wir aufhören. Wie spät haben wir das überhaupt? Welche überhaupt heute? Dienstag? Oder wir machen weiter und es werden dann drei Folgen draus, dann haben wir schon mal den Stress nicht mehr mit, weil wir das nächste Mal aufnehmen können. Dafür brauche ich mehr Fokus. Ich bin jetzt nicht mehr im Fokus. Ich muss gleich Mietwagen abholen und nach Hamburg fahren, Business machen. Grip Shirts abholen. Uh. Ja, aber ich bin mir auch gerade echt am Sack. Ich weiß nicht warum. Und ich schwitze wieder alles voll, ey. Ich schwitze auch gerade. Ah. ist auch immer so Licht hier, was einfach ja. direkt in dein Gesicht leuchtet. Und das ist auch nicht gerade kalt. Auch wenn es kaltes Licht ist. Es ist warm. Auch kaltes Licht ist warm. Ich Damit würde ich sagen, Podcast beenden wir auf. dann dieses, dieses Video. Was für ein Podcast nimmst du auf? Kommt der bis Sonntag online? Kommt der das Sonntag? Hab ich habe gerade nicht verstanden. Kommt der Podcast Sonntag online, den du jetzt aufnimmst? Nee, ich also. habe schon den für Sonntag aufgenommen. Der wird dir gefallen mit dem Chris Mohr, ah. der auch in der NFL schon gespielt hat. Cool. Hör ich. In, also äh, heute um neun um, am Sonntag. Genau, ja. Also das zeige ich gleich mit diesem Video. Also habt ihr jetzt dieses Video gesehen und jetzt könnt ihr euch noch den Podcast mit Damien und Chris Moore gönnen. Also Podcast richtig geil. Also wirklich, der hat ein paar Stories ey, richtig, richtig gut, cool, Mann. Also ich gebe mal kurz äh, ähm, einen kleinen Teaser und zwar, der hat ähm, was hat er gespielt? Ähm. Fuck, ich weiß, ich vergesse immer, wie die ganzen Positionen heißen. War der nicht Wide Receiver oder so in der NFL? Nee. Der war irgendwas mit. Sagen. Irgendwas mit Linebacker. Also Deutsche sind eigentlich immer Defensive Lineman Oder vielleicht Linebacker, wenn, wenn er Glück hat. Simon Gavanda kennst du, oder? Hm. Weil die gleiche Position spielt er auch. Also ich er ist der, nicht, der hinten steht spielt. und dann immer versucht, den, den Quarterback von den anderen umzuhauen. Okay, dann ist er wahrscheinlich Linebacker oder halt Defensive Lineman, ja. Ja, Linebacker, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, haben die in der NFL so ein Prototyp jeder Mannschaft so okay, äh, der ist ungefähr so und so groß, wiegt so und so viel, hat die und die Kraftwerte, die und die Sprintzeit und so weiter. Und er war halt immer zu leicht. Und dann äh, hat seine hat er halt überlegt, okay, er könnte sich jetzt eine Spritze in den Arsch geben, aber das will er nicht machen. Dann hat er seine Mama gefragt und die hat ihm dann solche Gardinenbeschwerer in die Unterhose reingenäht. Da hat er so eine Gewichtsunterhose angehabt und hat dann immer, als jede Woche wurde gewogen, immer vorm Wiegen dann auch noch richtig, richtig viel getrunken und musste danach dann direkt zum Training, weißt du, und musste dann halt immer voll pissen und hat eine Gewichtsunterhose angehabt. <laughs> richtig geil, Mann. Fuck halt. <laughs> Genial. Ja, wenn man Gewicht machen muss in die andere Richtung. Ja, gell? Sollte eigentlich ja, nicht so schwer sein, aber ja. <laughs> ja. Gotta do what you gotta do. Yes. Yes. Also geht jetzt rüber. Zieht euch den Podcast rein auf Spotify. Ich freue mich über ein Like auf dieses Video. Und ich würde sagen, ich gebe mal wieder an Damien für das letzte Wort. Was super spontan wiederkommt. Perfekt halt. Damien, drop das Mic und sprich die letzten Worte. Alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben auf YouTube, macht das mal, damit ich auf 1000 Subscriber komme. Da fehlen, glaube ich, noch 250. Das fände ich ziemlich cool. Alright. Drop the mic. Nee, box the mic.